Am 7. April 2018 beginnt am Fuß des Matterhorns eine geheimnisvolle Geschichte, die sich wie ein Krimi-Drehbuch liest. Es ist die Geschichte des Karl Eri van Haup, der an diesem Morgen zu einer Skitour aufbricht und seitdem verschollen ist. Der deutschen Öffentlichkeit sind bis zu diesem Tag weder der Name noch sein Gesicht wirklich bekannt, da die Milliardärsfamilie ziemlich zurückgezogen lebt. Das Familienimperium kennt allerdings fast jeder. Bis zu seinem Verschwinden führte Karl Eri van Haup das Tengelmann-Unternehmen, zu der andere große Ketten wie Kick, Netto, Teddy, Obi und Zalando gehören. Es ist eine Geschichte von Macht, Betrug, Größenwahn und Geheimdiensten, deren Ende offen bleibt und Fragen aufwirft. In welche dunklen Machenschaften ist der Milliardär verstrickt? Warum waren kurz nach seinem Verschwinden sowohl das FBI als auch die CIA in Zermatt am Matterhorn vor Ort? Warum verschließen die deutschen Behörden bis jetzt die Augen? Wir schauen heute hinter die Kulissen eines deutschen Unternehmens, das die meisten von uns kennen. Aber was wusstest du wirklich darüber? Wenn du bis zum Ende des Videos dran bleibst, dann haben wir noch ein ganz spezielles Geschenk für dich. Stopp! Bevor wir uns in die Abgründe der Tengelmann-Geschichte begeben, kannst du uns blitzschnell einen Like oder Kommentar dalassen. Bist du bereit? Unsere Geschichte des berühmten deutschen Milliardenunternehmens Tengelmann geht zurück bis ins Jahr 1867. Wilhelm Schmidt Scholl hatte eine sensationelle Idee. In Mülheim an der Ruhr gründete er einen Kolonialwarenladen, in dem er Tee und Kaffee verkauft, was damals eine Sensation war. Seine zwei Söhne, Wilhelm Junior und Karl, führten das Geschäft mit ihm zusammen und schafften es, neue Läden in den Nachbarstädten zu eröffnen. Der Prokurist der Familie, der handelsrechtlich Bevollmächtigte mit dem Namen Emil Tengelmann, baute die Idee der Gründer aus und so eröffneten sie 1893 ein neues Geschäft, das Hamburger Café-Importgeschäft Emil Tengelmann. Es war ein voller Erfolg. Bis zum Ersten Weltkrieg gab es ganze 560 Filialen in Deutschland, die vor allem Kaffee und Tee angeboten haben. Aber das war nicht alles. Kurze Zeit später erbaute die Familie eine Schokoladenfabrik, die heute ihren Sitz in München hat. Karl heiratete und aus der glücklichen Ehe entstand 1899 ein Mädchen, das er Elisabeth taufte. Sie wuchs zu einer jungen Frau heran und heiratete 1932 selbst. Ihr Ehemann Erich Haup ist der Namensträger der Familie, um die es heute gehen wird. Das Paar war überglücklich, doch das Glück sollte ein Jahr später vom Tod ihres Vaters überschattet werden. Jetzt war es an ihr und ihrem Bruder Karl, das Unternehmen ehrenvoll zu leiten. Kurze Zeit später kam ihr Sohn Eri van Haup auf die Welt. Er ist der Vater unseres Hauptcharakters, um den es heute gehen wird. Während wir auf die private Seite der Kaufmannsfamilie Haup blicken, begann in Deutschland das Nazi-Regime aufzublühen. Wie die meisten deutschen Großbetriebe dieser Zeit pflegten auch die Haups gute Verbindungen zu den Nazis und machten sich diese zunutze. Während des Zweiten Weltkriegs stellten sie so als Lebensmittelbetrieb die Spezialnahrung für die Wehrmacht her. In der Nachkriegszeit ging es Tengelmann so gut wie noch nie. Das deutsche Volk, ausgehungert und zerstört von den harten Kriegsjahren und ihren Folgen, freute sich über die Nahrungsmittelvielfalt am Markt und war bereit, auch Geld für Genussmittel wie Kaffee und Tee auszugeben. Der Name Tengelmann war von nun an jedem ein Begriff. Erivans Familie lebte also auf großem Fuß und so kaufte er schließlich in den 1950er Jahren eine abgelegene Ranch im US-Bundesstaat Wyoming. Um die Hintergründe zu verstehen, müssen wir all diese Informationen in unserem Kopf behalten, denn sie gewinnen im Laufe der Geschichte an extremer Bedeutung. In der vierten Generation war nun Eri van Haup Senior der Unternehmensleiter von Tengelmann und er ist derjenige, der das Unternehmen zu einem Weltkonzern machen wird.
Erivan Haub Senior und seine Frau Helga bekamen 10 Jahre später, nämlich im Jahr 1960, einen Sohn mit dem Namen Karl Erivan oder auch Charlie genannt. Er wurde am 2. März 1960 in Tacoma, Washington geboren und erhielt die doppelte Staatsbürgerschaft. Sein Vater Erivan Haub Senior scheint vom Größenwahn besessen zu sein. Der Patriarch kaufte das Kaffeegeschäft Kaisers, übernahm in den 1970er Jahren die Mehrheit an A&P, der größten Lebensmittelkette der USA, und gründete 1972 den Markendiscounter Plus. Später werden ihm auch das Unternehmen Obi Baumarkt und Kick, ein Kleiderdiscounter, zum Opfer fallen. Die 1970er gehörten zu den erfolgreichsten Jahren von Tengelmann und legten den Grundstein für seinen Erfolg. Doch in diesen Jahren war vor allem Deutschland von den Entführungen des Aldi-Mitbegründers Theo Albrecht 1971 und des Unternehmersohns Richard Oetker 1976 geprägt. Viele Familienunternehmen bekamen Angst. So auch Erivan Senior. Vor allem eines fürchtete er: die RAF, eine kommunistische, antiimperialistische Fraktion, die von Gleichheit und finanzieller Gerechtigkeit überzeugt war. Dem Senior wird klar, dass er sein Unternehmen Tengelmann auch über die europäischen Grenzen hinaus expandieren will, genauer gesagt in den Osten. Seine Filialen florieren im extremsten Ausmaß. Anfang der 1990er Jahre machte Tengelmann mehr als 50 Milliarden Mark Umsatz und beschäftigte ca. 200.000 Mitarbeiter. Erivan Senior wird zu einem der reichsten Männer im Lande. Doch er hat ein Problem. Oder besser gesagt drei. Er ist nicht gerade sehr einfallsreich. Er übernimmt sich mit all seinen verschiedenen Geschäftszweigen und verliert den Überblick. Ende der 1990er Jahre ist Tengelmann fast pleite. Erivan Senior bleibt nichts anderes übrig, als aus seinem Privatvermögen eine knappe Milliarde in das Unternehmen zu schießen, um es am Leben zu erhalten. Es ist seine Frau Helga, die zur Rettung eilt, denn sie hat starke Geschäftsbeziehungen zu Peter Zühlsdorf, dem ehemaligen Boss des Darmstädter Kosmetikunternehmens Wella. Helga bittet ihn, 1998 in Tengelmann einzusteigen und Hilfestellung zu leisten, gegen den Willen ihres Mannes. Peter steht unter Schock, als er das Wirrwarr an Geschäftszweigen, die alle aus Tengelmann entstehen, auf Papier vor sich liegen hat. Ihm wird bewusst, dass sich etwas ändern muss. Doch das ist nicht so leicht, denn Erivan Senior akzeptiert Peters Wort nicht. Immer wieder kommt es zu Streitereien, nachdem Peter dem Senior rät, Teile seiner Geschäfte schnellstmöglich zu verkaufen. Mehrmals muss Peter mit seiner Kündigung drohen. Erivan Senior wäre dessen Ausscheiden nur zu recht gewesen, doch seine Frau Helga ließ nicht davon ab, immer wieder auf ihn einzureden. Es gab keine andere Möglichkeit. Wenn er Tengelmann retten wollte, dann musste er einigen Ballast abwerfen. Ende 1999 wird Erivan Senior das marode Sammelbecken an seine Söhne Charlie und Christian abgeben. Christian als jüngster der drei Brüder wird sich um das USA-Geschäft kümmern und Charlie um die deutschen Filialen. Aber halt, wer ist der dritte Bruder und warum haben wir ihn bis jetzt nicht namentlich erwähnt? Nun, bevor wir weitergehen, stell dir vor, du bist ein ehrenwerter deutscher Kaufmann. Dein Unternehmen ist den Menschen europaweit ein Begriff. Deine Familie und ihre Geheimnisse sollen jedoch vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Wirst du nicht alles dafür tun, damit das auch so bleibt? Die Familie, die hinter dem Konzern Tengelmann steht, birgt einige dubiose Geheimnisse. Vielleicht haben sie über die Jahre gerade deshalb versucht, so wenig wie möglich preiszugeben und ziemlich sicher waren sie uns gerade deshalb all die Jahre kaum ein Begriff. Es wäre einfach erklärt. Die Haubs sind eine der einflussreichsten und wohlhabendsten Familien Deutschlands und die Herrscher über Tengelmann. Aus diesem Grund müssen sie als ehrenhafte Kaufmannsfamilie astrein sein. Oder nicht? Nun, bekanntlich ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Die Wirtschaftsjournalistin Ursula Schwarzer, welche die Familie über 20 Jahre lang begleitet hat, sagt: liebevoll ist es dort nie zugegangen. Der Druck auf die Söhne, vor allem auf Charlie und Christian, war enorm.
Charlie war als Ältester der verhätschelte Sohn, das Lieblingskind, von dem gleichzeitig erwartet wurde, dass er dem Namen Haub alle Ehre machte. Als Charlie nach Schulabschluss seine zukünftige Frau Katrin kennenlernt, verliebt er sich und bekommt endlich die Zuneigung, die er sich so lange gewünscht hat. 1989 heiratete er sie schließlich. Entgegen des Vaters Wunsch beginnt Charlies Karriere nicht mit Tengelmann, sondern außerhalb des Unternehmens bei Nestlé Schweiz. Doch als 1991 die Sowjetunion zusammenbrach, kehrte er zum Familienunternehmen Tengelmann zurück und sollte sich um den Aufbau der Filialen im Osten kümmern. Erivan Seniors Plan dahinter, die Erweiterung in die ehemalige DDR. Charlie reiste dort also mit einem Rucksack an und lebte in einem Wohnwagen, um eventuelle neue Standorte für Tengelmann ausfindig zu machen. Als er schließlich 2000 die Unternehmensleitung komplett übernahm, war das Unternehmen in einem schrecklichen Zustand. Er gab sein Bestes, irgendwie Ordnung in die Sache zu bringen und begann, Tengelmann Stück für Stück aus der Lebensmittelindustrie herauszuziehen. Als erstes verkaufte er Plus. Das führt wieder zu Familienstreitigkeiten, doch er sieht keine andere Möglichkeit. 2013 will er Kaisers Kaffee an Edeka verkaufen, doch auch hier gibt es Probleme, denn der Rivale Rewe blockiert die Aktion. Jahre später beschrieb er diese Situation als einen Höllenritt. Charlie kämpft weiter und kann schließlich die Politik für sich gewinnen. Damit hat er die Last von seinen Schultern genommen. Alle Lebensmittelläden sind weg. Sein Bruder Christian kämpft ebenfalls gegen mehrere Dinge gleichzeitig. Er als der Jüngste äußerte sich oft darüber, dass er eigentlich nie gemocht wurde und trotzdem waren die USA-Geschäfte von seinem Vater auf ihn abgewälzt worden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Lebensmittelkette A&P in den USA Insolvenz anmeldet und Charlie ihn dafür verantwortlich macht. Neid und Missgunst zerfressen die Brüder, auch wenn es nicht nach außen dringt. Ein Bruch geht durch die Familie. Zu viele Verletzungen, die anscheinend zu tief sind, um zu heilen. Aber warum hatte Erivan Senior seinen jüngsten Sohn Christian überhaupt als Nachfolger der amerikanischen Geschäfte gewählt, wenn er ihn nicht mochte? Warum hat er diese nicht an den Zweitältesten übergeben? Die Frage ist schnell beantwortet. Georg Haub, der mittlere von den dreien, war schwer krank und somit für den Vater oder bei Tengelmann nicht vollständig einsetzbar. Christian wusste also, dass er sozusagen der Lückenfüller war und fühlte sich von seiner Familie nicht ernst genommen. Ein Motto in der Familie war ständig präsent. Nicht die Leistung zählt, sondern der Name. Und der darf nicht beschmutzt werden. Koste es, was es wolle. Du siehst also, die Familie hinter dem deutschen Großkonzern Tengelmann hatte mit aller Gewalt versucht, die Fassade ihres Familiennamens und der heilen Welt aufrechtzuerhalten. Aber haben diese zwischenmenschlichen Konflikte und eine teilweise existenzielle Schieflage dazu geführt, das Tor in eine andere Geschäftswelt zu öffnen? Ein Tor, das sich nicht mehr schließen lässt? Wie weit die politischen Verbindungen von Tengelmann in die Vergangenheit reichen, können wir leider nicht sagen. Allerdings tauchte der Name Tengelmann auch nach dem Dritten Reich immer wieder in Zusammenhang mit Politik auf. Wir gehen noch einmal zu Erivan Senior zurück. Auf Bildern ist er 2011 mit Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl und dem amerikanischen Präsidenten Bill Clinton in vertrauter Runde zu sehen. Besonders der CDU war er zugewandt. Erivan Senior war Kohls Berater, als die Mauer der ehemaligen DDR fiel. 1994 unterstützte er ihn bei seiner Wahlkampagne und ließ unter Tengelmanns Logo in 30 verschiedenen Tageszeitungen den Wahlkampfslogan »Im Zweifelsfall für Kohl« abbilden. Kohl gewann diese Wahl. Strategische Werbung, denn Tengelmann war ein ehrenhafter Betrieb, dem die Deutschen vertrauten. 1999 dann der Skandal.
die Spendenaffäre der CDU, bei der Kohl später angab, dass er 2,1 Millionen D-Mark an den Büchern der Partei vorbeigeschleust hatte. Seine Sponsoren gibt Kohl nicht preis. Gerüchte halten sich jedoch hartnäckig, dass das Geld unter anderem auch von Erivan Senior kam. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn wir ihn mit Kohl in vertrauter Runde sehen können und wissen, dass er eine Zuneigung für die CDU hatte. Auch nach Erivan Seniors Ausscheiden aus Tengelmann im Jahre 1999 hatte die CDU-Freundschaft zwischen der Hauptfamilie und der Partei nicht aufgehört. 2005 gibt auch sein Sohn Charlie einen Werbeslogan mit »Im Zweifel für die Frau« heraus. Es ist das Jahr, in dem Angela Merkel zum ersten Mal Bundeskanzlerin wird. Charlie hat alles im Griff und der Umsatz des Tengelmann-Unternehmens liegt 2003 bei stolzen 27 Milliarden Euro. Und das, obwohl es nur noch aus Tengelmann, Obi, Kick, Immobilien und einigen Internetbeteiligungen besteht. Er hat alles richtig gemacht. Doch dann wird ihm klar, dass er mit der Zeit gehen muss. Der Onlinehandel boomt Anfang der 2000er Jahre und so beginnt auch er mit Tengelmann in ihn zu investieren. Doch dann passiert etwas, das die Öffentlichkeit das erste Mal in der Geschichte auf ein düsteres Treiben der Hauptfamilie aufmerksam macht. Es ist 2016. Die Zeitungen und Nachrichten überschlagen sich mit einer Meldung, die erstmal so skandalös wie auch unglaublich klingt. Unter dem Titel »Die Spitzel-Affäre der Haupts« kommt damals heraus, dass Charlie seinen kranken Bruder Georg, dessen Bodyguard und einige Geschäftspartner für 8 Millionen Euro beschatten ließ. Ein Schock für die Menschen. Wie konnte Charlie so grausam und heimtückisch sein und seinen eigenen Bruder von einem Privatdetektiv bespitzeln lassen? Das ist übrigens nur ein kleiner Vorgeschmack auf die Machenschaften der Tengelmann-Unternehmerfamilie. Um all das nachvollziehen zu können, müssen wir uns kurz mit Charlies Psyche auseinandersetzen. Er ist quasi in Angst vor einem Attentat oder einer Entführung aufgewachsen, denn schon sein Vater fürchtete sich vor so einer familiären Tragödie. Charlie selbst ist ein Mann, der alles auf Leistung setzt und darauf, immer und überall der Beste zu sein. Zu sich selbst ist er hart, ein Perfektionist, der auch im Sport gerne über seine Grenzen hinausgeht. Doch diese Ängste und seine Härte überspielt er in der Öffentlichkeit gut. Er zeigt sich charmant, sprachgewandt und als ein Frauenheld. Das Wichtigste für ihn ist, dass die Fassade bestehen bleibt. Dafür log er regelmäßig und behauptet, ein gutes Verhältnis zu seinen Brüdern zu haben. Es muss schlimm für ihn gewesen sein, als die Menschen diese Spitzel-Affäre auf seinen Bruder mitbekommen. Wir müssen ihm zugutehalten, dass es sich unseren Recherchen nach zu urteilen nicht um eine familiäre Spionage, sondern um gut gemeinte Schutzmaßnahmen handelte. Warum? Dazu werden wir noch kommen. Die Spuren führen auf jeden Fall nach Russland. Charlie hatte wohl eine ernstzunehmende Gefahr für sich, seine Familie und sein Unternehmen gesehen. Er ist also ein ziemlich misstrauischer Mann und auch der Schock der Oetker-Entführung sitzt ihm tief in den Knochen. Charlie lässt seinen Wagen mit Panzerglas ausstatten und seine Bodyguards darauf schießen, um die Sicherheit zu testen. Aber waren es wirklich nur die deutschen Unternehmer-Entführungsfälle, wegen denen er sich so viele Sorgen machte? Und vor allem, wie kann es sein, dass er im Frühling 2018 seine Sicherheitsvorkehrungen über Bord warf und ganz allein und ohne Angst in eins der gefährlichsten Gletschergebiete der Welt reist? Wir haben all das Misstrauen, das Charlie offensichtlich nicht mehr länger verstecken konnte, genauer unter die Lupe genommen. Georgs Gesundheitszustand ist in der Familie ein großes Thema. Und genau in dieser Situation betritt 2010 JP Morgan-Bankier Francesco Guardamillas Cortes die Bühne. Er hält eine Generalvollmacht über den kranken Georg in der Hand. Charlie erschrak fürchterlich. Warum? Cortes war in der Vergangenheit immer in Verbindung mit kriminellen Machenschaften der russischen Mafia aufgetaucht. So war er 2002 Vorsitzender der SBAG St. Petersburg Immobilien AG, welche im großen Stil Schwarzgelder für die Russenmafia gewaschen hatte. Wie war Georg also mit diesem Mann in Kontakt gekommen?
Charlie fordert seinen Bruder inständig auf, sofort alle Verbindungen zu Cortez aufzulösen. Dieser kam dem Wunsch seines Bruders nach. Doch Charlie blieb misstrauisch und so lief die Operation Sissy inoffiziell weiter. Du fragst dich jetzt, was die Operation Sissy zu bedeuten hat? Unter diesem Deckmantel versuchte Charlie herauszufinden, ob Georgs damalige Lebensgefährtin in eine kriminelle Verschwörung gegen das Tengelmann-Imperium involviert war. Diese war es nämlich gewesen, die den hochgefährlichen Cortez in Georgs Leben brachte. Der wahre Grund für Operation Sissy war also tatsächlich kein familiärer Kontrollzwang, sondern Charlie hatte einfach Angst, dass Georg Opfer einer Straftat wie Entführung oder sogar Mord werden würde. Liv von Böttcher, eine deutsche Investigationsreporterin, die sich seit Jahren mit dem Fall beschäftigt, wird später Einblicke in ein Chart mit dem Namen Chart Francisco Guadamilas Cortez haben und erschrocken feststellen, dass um ihn herum zwei Morde, ein Mordversuch, Geldwäschevorwürfe, Betrügereien und Interpol-Fahndungen stattgefunden haben. Zwei Spione, die bisher die Infos aus und über Russland für Tengelmann zusammengetragen hatten, leben beide nicht mehr. Einer von ihnen starb an plötzlichem Krebs, der andere an einer überraschenden Lungenembolie. Nur Zufall? Bringen wir nun den Topmanager von Tengelmann ins Spiel. Der Name wird geheim gehalten, aber wir wissen, dass auch er Kontakte nach Russland zu einem Milliardär namens Igor Sossin hatte. Dieser besitzt bis 2016 in Russland 49% der Anteile an Obi. Sergei Grishin, ein dubioser Geschäftspartner von Charlie, steht überraschenderweise in enger Verbindung mit einem der höchsten Geistlichen der russisch-orthodoxen Kirche. Aber warum all dieses Interesse an dem deutschen Großkonzern Tengelmann? Wir wollen nicht zu politisch werden, doch um diese Geschichte zu verstehen, müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Russland hat geopolitische Ziele, denn Deutschland liegt im Zentrum Europas und versteht sich als Führungsnation. Und nicht nur das, Deutschland ist der Schlüsselpartner der USA. Russlands Ziel ist die Destabilisierung der USA. Russland kann Deutschland natürlich nicht einfach so besetzen, also schleicht es sich gekonnt ein, zum Beispiel durch versteckte Wahlkampfspenden, verschachtelte Firmenstrukturen und russische Spione. Wie groß ist der Einfluss heutzutage wirklich? Aus einem aktuellen Bericht der EU-Kommission geht hervor, dass rund 31.000 europäische Firmen wirkliche Eigentümer aus Russland haben. Um dies zu verschleiern, werden einfach westliche, zivilrechtliche Eigentümer in das Register eingetragen. Das heißt, aus dem Register lässt sich der wirkliche Eigentümer gar nicht herausfinden. Geldwäsche wird auf die gleiche Art und Weise gedeckt. Am Ende kann niemand mehr wirklich nachvollziehen, von wo das Geld kam. Aber zurück zu Charlie. Ab dem 6. März 2018, dem Tod seines Vaters, telefonierte er mehrfach täglich mit einer jungen Russin namens Veronika E., eine FSB-Agentin. Der FSB ist ein russischer Geheimdienst. Hatte er ein Verhältnis mit Veronika E.? Wir wissen es nicht. Allerdings gibt es einen merkwürdigen Punkt an diesen Anrufen. Vor und nach jedem einzelnen Gespräch mit ihr, das übrigens laut Einzelverbindungsnachweisen nie länger als 2 Minuten dauerte, telefonierte Charlie mit Banken, Treuhändern und Anwälten. Wenn du also mit einer Affäre telefonierst, würdest du das zwischen Tür und Angel bzw. zwischen Anwälten... Liv von Böttcher beschließt 2021 nach Zermatt zum Matterhorn zu fahren, um etwas über den verschwundenen Charlie herauszufinden. Nachdem alle Anstrengungen bei Polizei und Staatsanwaltschaft im Sande verlaufen waren, was war eigentlich genau an diesem schicksalhaften 7. April 2018 passiert? Am frühen Morgen des 6. April, einen Tag früher, verabschiedet Charlie sich von seiner Frau Katrin, weil er eine Skitour unternehmen will. Er steigt in seinen Privatflieger. Während dieses Fluges informiert er seinen Piloten, dass dieser die Flugroute ändern und am Matterhorn landen soll. Er steigt aus dem Flieger, verabschiedet sich und checkt in seinem Hotel ein. Am nächsten Tag, dem Tag seines Verschwindens, loggt er sich um 5 Uhr nochmal im Firmenserver ein, packt seinen Rucksack, schaltet sein Handy aus und beginnt seine Skitour. Allein.
Die Hotelangestellten werden später berichten, dass er ohne Skiausrüstung und in normaler Kleidung das Hotel verlassen hat. Als er aus der Lobby ging, war das letzte Mal, dass er gesehen wurde. Liv ist auf dem Weg nach Zermatt. In dem Schweizer Skigebiet hält sich der hartnäckige Winter und die Straßen sind verschneit, was das Vorwärtskommen mit dem Auto erschwert. Um 14 Uhr kommt sie vor Christian Haupts Haus an. Sie klopft. Sein Berater öffnet die Tür und bittet sie herein. Sie gehen zum Wohnzimmer, das sehr stilvoll eingerichtet ist. Als sie sich setzen, bricht sie das Schweigen mit den Worten: "Was wollten Sie mir am Telefon aus Sicherheitsgründen nicht erzählen?" Christians Berater holt tief Luft und eröffnet die Geschichte damit, dass alle Informationen sich auf die Untersuchung zweier Tengelmann-Ermittler stützen. Was Liv in diesen 4 Stunden über das Leben der Hauptfamilie zu hören bekommt, ist so unglaublich wie aufschlussreich zugleich. Die 2 Tengelmann-Ermittler, von denen einer der damalige Krisenmanager der Firma war und der andere ein Sicherheitschef, haben in einem Protokoll alle Ermittlungen aufgeführt und es Christians Berater ausgehändigt. Das Protokoll beginnt mit dem Tag, an dem Charlie spurlos verschwunden ist, dem 7. April 2018. Die Presse hatte berichtet, dass es am Tag des Verschwindens 2 Meter Neuschnee am Matterhorn gab. Doch das Gegenteil sei der Fall gewesen. Laut dem Protokoll war es die größte Bergrettungsaktion, die es je in der Schweiz gegeben hatte. Suchtrupps, Feuerwehr, Militärhubschrauber und sogar private Hubschrauber hatte man eingesetzt, um Charlie zu finden. Ohne Erfolg. Der Krisenmanager äußert sich darüber, dass, wenn Charlie dort irgendwo unterwegs gewesen wäre, man ihn gefunden hätte. Tot oder lebendig. Und was ist mit den ungeklärten Fragen über die Ungereimtheiten? Charlies Trainerin hatte ihm eine Pause auferlegt, da er kurz darauf den Glaciergipfel besteigen wollte. Sie war sehr verwundert darüber, dass er sich nicht daran gehalten hatte. Außerdem war es für sie unerklärlich, dass Charlie ohne Ausrüstung und alleine diese gefährliche Tour unternommen hatte. Sein Handy war noch am selben Tag um 5 Uhr im Tengelmann-System eingeloggt gewesen. Der Akku betrug 83% und laut Charlies Familie schaltete er das Handy nie aus. Doch die Nachricht seiner Frau konnte ihn um 7 Uhr schon nicht mehr erreichen. Bei der Befragung seines Privatpiloten kam heraus, dass er sich äußerst kurzfristig dazu entschlossen hatte, zum Matterhorn zu fliegen. Eigentlich war er auf der Flugroute in die Les Deux Alpes in Frankreich. Auf dem Weg dorthin informierte er seinen Piloten, dass er wegen des schlechten Wetters in den Les Deux Alpes nicht dorthin, sondern zum Matterhorn fliegen wollte. Doch das stimmte nicht, denn das Wetter war am Matterhorn an jenem Tag schlechter. Dann wird es richtig abgefahren. Nach Charlies Verschwinden seien 2 seltsame Gäste im Hotel The Omnia aufgetaucht. Sie lungerten in der Lobby herum und beobachteten die Familie Haupt ununterbrochen. Außerdem hatten sie telefonischen Kontakt zu Georg aufgenommen, doch dieser äußerte sich dazu nicht. Einen Tag vor seinem Verschwinden hatte Charlie insgesamt 1,5 Stunden nach Russland telefoniert. Das zeigen die Einzelverbindungsnachweise. Auch soll er einen russischen Pass besessen haben, vom Außenministerium höchstpersönlich ausgestellt, und erwiesenermaßen hatte Charlie bei jeder Einreise nach Russland eine falsche Adresse angegeben, damit sein Aufenthaltsort nicht nachvollzogen werden konnte. Erinnern wir uns auch daran, dass Charlie ein äußerst misstrauischer Mann war, bei dem nicht nur die Sicherheit seiner Familie, sondern auch die seiner selbst oberste Priorität hatte. Was brachte ihn also dazu, an diesem Tag ohne Bodyguard und ganz allein an den Fuß des Matterhorns zu fliegen? Die beiden Ermittler kommen zu dem Ergebnis, dass Charlie mithilfe des FSB in Russland untergetaucht ist, da er fragwürdige Spionagearbeiten für das Land tätigte und ihm der US-Geheimdienst auf den Fersen war. Aber wenn diese Vermutung wahr ist, warum dann ausgerechnet ans Matterhorn? Ganz einfach. Von dort konnte er unerkannt und unbemerkt über die Grenze nach Italien fliehen. Das Protokoll der Ermittler schließt damit ab, dass der ehemalige Top-Manager von Tengelmann immer in Geldnöten war und eine russische Frau an seiner Seite hatte. Er konnte aber nicht nach Russland einreisen, weil er dort polizeilich gesucht wurde. Die Spuren werden klarer.
Die Frage ist, wie ist Charlie da hineingeraten und wer von der Familie weiß etwas? Sicher ist auch, dass auf die Nachfrage um Hilfestellung der beiden Ermittler Hilfe von FBI und CIA den beiden US-Geheimdiensten kam. Mal ehrlich, bei gewöhnlichen Suchaktionen, selbst wenn es sich um einen Unternehmer mit deutsch-amerikanischer Staatsbürgerschaft handelt, bequemen sich die Herren sicher nicht bis in die Schweiz. Nur ein Jahr zuvor hatte Charlie den Sicherheitschef gebeten, sein ganzes Haus, sein Büro und seinen Wagen nach Wanzen abzusuchen. Das rückt die Geschichte in ein neues Licht. Charlie hatte also nicht, wie angenommen, Angst vor der russischen Mafia. Zumindest nicht nur, sondern auch vor dem US-Geheimdienst. War also nicht nur Veronika E., sondern auch Charlie selbst für den FSB tätig? Sicher ist, dass Charlies Entdeckung mehrere Male kurz vor dem Erfolg stand und genau in diesem Moment die Hauptfamilie bzw. auch der dubiose Topmanager von Tengelmann die Ermittlungen stoppte. Auf der Telefonliste von Charlie gab es eine ganz besonders spannende Entdeckung. Es gibt eine Nummer, die er nach dem Tod seines Vaters angerufen hat, sonst jedoch nie. Am 5. und 8. März telefonierte Charlie jeweils nur eine Minute mit einem gewissen Ricardo M., einem wohlhabenden und einflussreichen, aber zwielichtigen Geschäftsmann aus Italien. Wer ist dieser Ricardo? Seine Familie besitzt in Italien ein Imperium, zu dem Supermärkte, Immobilien, ein Fußballclub und Teile eines großen Importeurs für Obst und Gemüse in Europa gehören. Ricardos Vater war in einen großen Immobilienbetrug verwickelt, er selbst in einen Korruptionsskandal mit einem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten. Seine Familie war außerdem 2017 in fragwürdige Spenden verwickelt, also in illegale Parteienfinanzierung. Um was ging es bei diesen kurzen Telefongesprächen? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Tod von Charlies Vater und dem Tod von Ricardos Vater, der ebenfalls kurz zuvor gestorben war? Veronika E. und Charlie standen vor dem Tag des Verschwindens in engem telefonischen Austausch. Nach diesen Telefonaten änderte Charlie plötzlich sein Reiseziel von Les Deux Alpes in Frankreich nach Zermatt in der Schweiz. Unmittelbar nach seiner Landung ruft Charlie Veronika E. wieder an, die dann einen Zug für den Folgetag nach Moskau bucht. Schicksal? Nach dem Geldwäscheskandal namens Russischer Waschsalon wurde bekannt, dass zwischen 2010 und 2014 von 20 bis 80 Milliarden Euro aus Russland nach Deutschland eingeschleust wurden. In diesem Zusammenhang lassen uns die Verbindungen, die Charlie zu seinem fragwürdigen russischen Geschäftspartner Andrei Sustolze pflegt, erschaudern. Nach dem Auffliegen des russischen Waschsalon-Skandals wurden 15 der 19 beteiligten Banken geschlossen. Nicht aber die Rosefro-Bank, welche bei russischen Journalisten als die kriminellste Bank Russlands bekannt ist. Und genau bei dieser Bank ist Andrei Sustolzew Anteilseigner. Sind das nicht alles ein bisschen zu viele Zufälle? Es gibt einen, der sich in dieser Geschichte als den Guten darstellt. Den armen, nicht gemochten Jungen seiner Familie, der in der harten Zeit seit dem Verschwinden seines Bruders das Tengelmann-Unternehmen geleitet hat. Christian. Liv versucht, die beiden Tengelmann-Ermittler noch einmal zu kontaktieren, doch die beantworten ihre Anrufe und Nachrichten nicht. Sie erfährt, dass man versucht, die Schuld über die Veröffentlichung des Protokolls, welches sie von Christians Berater bekommen hatte, auf die beiden abzuwälzen. Warum hatte Christian, nachdem er die Untersuchungen gesehen hatte, nicht versucht, seinen Bruder zu finden? Schließlich sah es so aus, als wäre Charlie noch am Leben, irgendwo in Russland. Katrin, Charlies Frau, hatte einer offiziellen Todeserklärung nie zugestimmt. Sie wollte den Tod nicht akzeptieren, solange man keine sterblichen Überreste gefunden hatte. Im Laufe der Ermittlungen gab es 90-prozentige Treffer, bei denen Charlie von Zeugen oder Kameras erkannt worden war. 2021 hatte Familie Haupt Charlie offiziell für tot erklären lassen. Wieder, als die Ermittlungen kurz vor dem Erfolg seines Auffindens gestanden hatten.
Was wäre, wenn herauskäme, dass Charlie noch am Leben wäre? Genau, es gäbe kein Erbe und Tengelmann stünde plötzlich in einem düsteren Licht da. Geht es also wirklich nur um das Erbe? Weil die verrückte Geschichte Tengelmanns langsam das Interesse mehrerer Journalisten erweckt, versucht Christian im März 2021 für sich selbst und Tengelmann die mediale und strafrechtliche Bedrohung einzudämmen. Kurz und knapp, er möchte nicht, dass darüber recherchiert oder berichtet wird. Charlie ist tödlich verunglückt und Punkt. Doch Charlies Verschwinden geht weit über familiäre Tragödien oder die Rufschädigung des Tengelmann-Konzerns hinaus. Charlies russische Verbindung zu Geheimdiensten, Geldwäsche und organisierter Kriminalität lassen sein Verschwinden zu einem Fall der nationalen Sicherheit werden. Wenn es wirklich stimmt, dass Charlie noch am Leben ist, dann ist es der Beweis für einen der spektakulärsten Wirtschaftsskandale der deutschen Geschichte. Ein deutscher Milliardär flieht mit Hilfe eines russischen Geheimdienstes aus der Schweiz. Oder im Geheimdienstjargon Exfiltration. Und noch schlimmer, auch Teile der Hauptfamilie wissen davon und verheimlichen es im Kampf um das Erbe, indem sie ihn einfach für tot erklären lassen. Christian legte plötzlich eine eidesstattliche Erklärung mit den Worten ab: Ich war von Anfang an davon überzeugt, dass mein Bruder tödlich verunglückt ist. Kurz darauf übernimmt er die Firmenanteile seines Bruders. Der Kaufpreis zu dieser Zeit liegt bei 1,7 Milliarden Euro. Der Plan scheint aufgegangen zu sein. Was verschweigt Christian? Ihm waren die biometrischen Fotos der Überwachungskameras in Moskau vorgelegt worden, auf denen ein Mann genau so aussieht wie sein Bruder Charlie. Aber auf diese Bilder ging er während seiner eidesstattlichen Erklärung überhaupt nicht ein. Es war die Todeserklärung der Familie Haupt, die zu dieser milliardenschweren Übernahme geführt hatte. Die Russland-Verbindungen des dubiosen Tengelmann-Top-Managers wurden nicht mehr genauer durchleuchtet. Veronika E. reist noch heute nach Deutschland und in die Schweiz ein und aus und das seltsame Pärchen aus dem Hotel wurde nicht mehr genauer unter die Lupe genommen. Die Familie Haupt ist zu ihren üblichen Tätigkeiten zurückgegangen und lebt wieder so gut es geht zurückgezogen. Mal in Deutschland, mal auf der amerikanischen Ranch. Christian ist voraussichtlich bald der alleinige Eigner von Tengelmann und lässt schon heute die Sektkorken knallen. Sein Bruder Georg ist noch ein mitbeteiligter Anlagehalter bei Tengelmann und hat sich nie zu den Vorwürfen über seinen kriminellen Berater Gottes geäußert. Die Streitigkeiten halten an, denn Christian möchte ihn ganz aus dem Unternehmen drängen. Charlies Frau Katrin hielt dem Druck der Familie nicht stand. Wir können nur erahnen, wie es ihr geht. Ihr Mann Charlie, den sie so sehr geliebt hatte, ist offiziell verunglückt. Seine Leiche oder sterblichen Überreste konnten jedoch nie gefunden werden. Und die Indizien deuten auf ein Untertauchen in Russland hin. Das Unternehmen Tengelmann fährt heute einen Umsatz von rund 9 Milliarden Euro ein. 70 Subunternehmen, darunter Teddy und Obi, sind von jahrzehntelangen An- und Verkäufen übrig geblieben. Es gibt wohl kaum ein zweites deutsches Unternehmen, dessen Geschichte so sehr von kriminellen Machenschaften durchwachsen ist wie Tengelmann. Und doch wurde es zu einem der größten Imperien des Landes und über dessen Grenzen hinaus. Wenn dir dieses spannende Video über Tengelmann und seine Hintergründe gefallen hat, dann kannst du uns mit einem Abo dabei unterstützen. Auch in Zukunft noch mit aller Macht die größten Unternehmen und ihre Entstehungsgeschichten zu durchleuchten. Glückwunsch, du warst bis zum Ende dabei und wir hatten dir ja ein Geschenk versprochen. Hier ist es, unsere offizielle Seite Patreon, auf der du unsere Videos ohne lästige Werbung genießen kannst. Wir haben einen exklusiven Testzeitraum von 7 Tagen für dich. Klick mal rein und schau es dir an.